Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Stempel-Nerd-Video. Ich bin Jonas und unabhängiger Stempel-Up-Demonstrator. Ihr seht es vielleicht schon, ich bin heute mal nicht im Stempel-Nerd-Office, sondern in der Kreativwerkstatt von Angela von der Stempelfamilie. Und auf ihrem Kanal gibt es derzeit auch ein Video zum Thema Schildkröten und wir beschäftigen uns heute auch mal mit diesem Stempelset. Und wie genau wir das machen, seht ihr gleich auf meinem Basteltisch. Wir fangen mal an mit den Sachen, die ihr heute braucht. Einmal braucht ihr ein Papier in den Maßen 21 x 14,85 cm. Dann braucht ihr eine Mattung. In meinem Fall ist die Lodengrün. Die ist 14,3 x 10,0 cm. Eine Auflage in Weiß zum Bestempeln. Die ist 13,8 x 9,5 cm. Dann brauchen wir für die Karte davor noch ein Querteil. Und zwar ist das in der Farbe Seladon. Und das hat die Maße 10,5 x 6 cm. Und dafür gibt es auch wieder eine Auflage in Weiß. In diesem Falle ist sie 5,5 x 10 cm. Und dann habe ich noch Kreise ausgestanzt. Einmal in Lodengrün in 2,5 Inch. Und in 2,25 Inch. Unseren Cardstock in den Maßen 14,85 cm x 21 cm falzen wir einmal bei 10,5 cm. Und einmal bei 5,25 cm. Also 5,25 Zentimeter. Dann zeichne ich mir von unten 7,4 cm an. Und schneide einmal diagonal zu meiner mittleren Falzkante bei 10,5 eine Schräge. So, dann können wir hier schon mal alles einknicken. Kennt ihr das? Ihr seid gerade fertig mit eurem Bastelvideo und stellt beim Sichten der Aufnahmen fest, dass die Kamera von oben schlecht positioniert war und man auf dem Bild nichts erkennen kann und die Kamera von der Seite schon während der Aufnahme den Dienst quittiert hat, weil die Speicherkarte voll ist. So bin ich jetzt wieder zu Hause bei mir im Stempel-Nerd-Office und wir basteln auf meinem Basteltisch die Karte gemeinsam fertig. Zwei Techniken kann ich euch heute leider nicht zeigen, und zwar einmal das Embossing, womit hier die weiße Schildkröte quasi aufgestempelt und danach mit Pulver bestreut und eingebrannt habe. Und die zweite Technik, die ich euch nicht zeigen kann, weil ich gerade kein Material und Werkzeug da habe, sind die
Blending-Pinsel, womit ich hier den Hintergrund, diesen Himmel gestaltet habe. Auf diese beiden Techniken werde ich dann in den kommenden Videos eingehen. Wahrscheinlich noch nicht das, was nächste Woche kommt, weil nächste Woche ist ja dieses Video hier geplant zu dem Mini-Album mit den Memories, was ich von Angela fertig bastel. Aber wir machen uns jetzt weiter dran, die Karte mit unserer Schildkröte zu beenden. Also, ich habe jetzt hier den gefalteten Cardstock schon mal vorbereitet. Das würde ich euch noch zeigen, auch wenn ich jetzt hier den fertigen Rolling hier schon eigentlich komplett liegen habe. Hier habe ich das so gemacht, damit ich die Tasche für den Tag, den ich noch ausstanze, dann gewährleisten kann, habe ich mir gedacht, also Angela hat es glaube ich so gemacht, die hat ganz wenig Kleber hier aufgetragen auf die Kante. Aber ich mache so, ich nehme das Abreißklebeband und schneide es der Länge nach nochmal auf. Und dann habe ich einen ganz schmalen Streifen, der mir dann quasi die Befestigung ermöglicht. Und dass der Tag nicht rausrutscht, klebe ich natürlich unten auch noch mal quer einen kleinen Streifen hin. So. Ja, jetzt kann ich die Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und das Ganze umklappen. Und dann ist meine Tasche für den Tag schon fertig. Und der passt auch. Doch ja, er passt rein. Jetzt klebe ich hier hinten das lodengrüne Papier auf, schon mal als Hintergrund in meiner Karte. Mache ich jetzt nicht, habe ich ja schon gemacht. So, hier wohnt dann mein Tag. Und dann kann ich mir auch schon ans Stempeln machen. Und ich habe mir jetzt halt so gedacht, ich drehe den Spruch einfach um. Hier steht ja oben alles Gute nachträglich und sorry, ich war zu langsam. Ich würde alles Gute nachträglich jetzt vorne auf den Teil stempeln. Und sorry, ich war zu langsam, würde ich hinter den Tag machen, dass man das erst lesen kann, wenn man den Tag rauszieht. So, wie mache ich das? Ich nehme jetzt erstmal die Farbe Lodengrün, würde ich sagen. Jetzt habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder halte ich es schon zu, während ich das Stempelkissen einfärbe, oder ich halte es zu, wenn ich stempel. Wir probieren mal zuerst die Variante, dass ich zuhalte, während ich das Stempelkissen einfärbe. Also lege ich jetzt quasi meinen Stempel so hier drauf, habe ein Papier drunter und jetzt ist nur alles Gute nachträglich eingefärbt. Und die andere Variante zeige ich euch auch nochmal, dass ich jetzt einfach mit dem Papier abdecke, was ich nicht stempeln möchte. Und ihr habt schon gesehen, ich habe jetzt hier noch ein zweites Mal gestempelt, weil ich das nicht ganz getroffen habe. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr solche Varianten stempelt, dass ihr Sprüche teilt, haltet beim Eintauchen in die Farbe die Seite, die ihr nicht haben wollt, zu. Und dann, denke ich, klappt das auch wesentlich sauberer, als das jetzt hier gerade der Fall war. Ich zeige euch das mal. Also so soll es natürlich nicht aussehen, aber die beiden Techniken mal grob erklärt. So, mein Tag stopfe ich jetzt hier rein. Und da geht mein Plan fast auf, dass das jetzt halt hier nicht zu sehen ist. Wenn ich ihn rausziehe, dann sieht man es auch, ich war zu langsam. So. Jetzt kommt mein fertig gestaltetes Teil vorne dran. Wie gesagt,
Wenn ihr die Technik noch mal genauer sehen wollt, am besten mal bei Angela von der Stempelfamilie vorbeigucken. Und da ist das dann auch erklärt. Das klebe ich jetzt einfach auf mit unserem Flüssigkleber. Wichtig darauf achten, dass ihr nur die eine Seite einstreicht. Sonst habt ihr dann den ganzen Kleber auf der anderen Seite der Karte und kriegt den nicht mehr auf. So, das passt. Jetzt stempel ich noch auf meinen Tag den Spruch drauf: Tollen Geburtstag. Und dann setze ich mir hier noch so eine kleine Schildkröte mit Hut zusammen. Ich weiß gar nicht, kann man das am Stück stempeln oder muss man das? Man muss es wahrscheinlich nacheinander machen. Auch Sinn, das nacheinander zu machen. Dann hat man wenigstens ein bisschen Farbe noch drin. Den Hut würde ich jetzt mal in Rot machen. In meinem Fall in Glutrot. Jetzt hat unsere Schildkröte noch eine Mütze auf. Ich sehe gerade, die Mütze ist der Schildkröte ein bisschen zu groß. Ich glaube, die gehört zu der größeren hier aus dem Set. Ist aber nicht so schlimm. So, und jetzt der Panzer noch eingefärbt. Jetzt wieder in Seladon, damit sich das ein bisschen abhebt. Und dann ist hier noch so ein bisschen Comic-Rasen dabei. Den würde ich jetzt einfach hier unten so an die Kante setzen. Und dann ist das zwar jetzt nicht ganz so schön, aber selten. So, dann kommt noch ein kleines Geschenkband dran an unseren Tag. In diesem Falle in Lodengrün. Und da machen wir jetzt einfach ganz plump nur einen Knoten rein. Und auf der Rückseite würde ich jetzt noch den Spruch draufsetzen: In der Ruhe liegt die Kraft. Und dann denke ich, ist meine Karte damit fertig. Ja, so sieht sie jetzt fertig aus. Kleine Karte zum Geburtstag mit einem Lesezeichen als Tag mit dabei. Auch wenn es vom Ablauf her mit den verschiedenen Ortwechseln mal wieder ein bisschen chaotisch war, hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Schaut auch mal bei Angela von der Stempelfamilie vorbei. Sie hat ebenfalls eine Karte mit den Stempelsätzen Schildkröten gebaut. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es beim nächsten Mal weitergeht, dann abonniert doch am besten diesen Kanal. Ich bin Jonas, der Stempelnerd. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.